Maximilian Balster, du hast unter der Woche gesagt, es wird eines der schwierigsten Auswärtsspiele, das die dritte Liga zu bieten hat. Hat sich dieses Gefühl oder diese Vorahnung heute bestätigt? Ein Stück weit hat sich das schon bestätigt, ja. Ich muss aber sagen, dass wir hier keine Hektik aufkommen lassen haben, dass wir die Ruhe bewahrt haben in einer sehr aggressiven Stimmung auch. Haben das etwas runtergekocht, auch über die ganze Spielzeit und ich glaube, dass wir das heute sehr, sehr clever heute hier gemacht haben. Ihr seid sehr schwer ins Spiel reingekommen, also man hat euch diesen Respekt vorm Gegner auch angemerkt. Mit der ersten wirklichen Aktion hat es dann gleich geklingelt, du hast die Führung erzielt. War das so ein Brustlöser für euch heute auch? Ich glaube, ja, erstmal war es ein Brustlöser, schon klar. Ich glaube auch, dass diese Teamumstellung für alle erstmal was Neues war und dass wir auch gebraucht haben, den Mut zu finden, dann auch wirklich die Sachen, die wir vorher besprochen haben, umzusetzen, dass wir wussten, der Gegner spielt mit der Raute, das heißt, wir kriegen Platz auf den Flügeln. So ist das erste Tor entstanden und so haben wir auch noch ein, zwei Situationen herausgespielt, auch in der ersten Halbzeit mit schnellen diagonalen Verlagerungen. Klar, wenn man das Spiel sieht, war Magdeburg die bestimmende Mannschaft, aber unser Plan war heute aus einem 4-1-4-1 gut zu kontern. Mit einem Mann mehr im Mittelfeld und ich glaube, das haben wir über 90 Minuten schon dann auch gut gemacht. Dich haben heute die FCI-Fans in einer neuen Rolle gesehen. Du warst vorher immer ganz klar auf den Außen positioniert, heute eher in so einer Halbposition auch im Mittelfeld aktiv. Wie war die Umstellung heute auch für dich persönlich? Ja, also auch für mich heute war das erste Mal in dem System auf der Position. Grundsätzlich glaube ich, es hat mir schon Spaß gemacht, es war was anderes, auch defensiv musste ich mich ein Stück weit umstellen. Aber gerade jetzt für das Offensivspiel hatte ich schon mehr Spielanteile. Man weiß aber natürlich nie, wie sieht es nächste Woche aus, wie spielt der Gegner. Man muss dann schon immer ein Stück weit auch schauen, wie wir es diese Woche gemacht haben, was macht der Gegner und ob wir nächstes Spiel wieder so angehen werden, wird man dann sehen. Nächste Woche ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Eine lange Woche wartet auf euch. Danach geht es gegen den TSV 1860 München. Ein Spiel, auf das sich gefühlt der ganze FC Ingolstadt bereits jetzt freut. Wie groß ist deine persönliche Vorfreude auf diese Partie und was erwartest du von dem Spiel im Audi Sportpark? Ja, es ist ein kleines Bayern-Derby, wenn ich das so sagen darf. Ausverkauftes Haus, glaube ich auch, dass dort die Bude voll sein wird. Und ich glaube, ein nicht zu unterschätzender Gegner, gerade wenn es im Derby geht und ich weiß gar nicht, wie sie heute gespielt haben, aber durch den Derby-Sieg ist man, glaube ich, die Woche davor immer ein Stück weit beflügelt. Ein Spiel, was von vorne losgeht, wo es ein 50-50-Spiel sein wird, glaube ich. Aber wir spielen zu Hause, so von daher, glaube ich, sollen wir auch mutig agieren und natürlich versuchen wir auch unsere Serie fortzuführen. Fabian Buntic, die Schanzer gewinnen mit 2-0 beim 1. FC Magdeburg. Eine packende Partie heute in der MDCC Arena. Wie hast du das Spiel heute erlebt? Ja, es war Gefühl Krieg, sag ich mal. Wir wussten, was auf uns zukommt. Die ersten 10 Minuten mussten wir überstehen mit den Zuschauern, mit dem Pressing, was die Jungs spielen von Magdeburg. Wir haben es überstanden. Es waren viele Eckbälle gegen uns und Standards. Wir haben alles weggeköpft. Ja, als Fazit, wir haben 2-0 gespielt, auswärts gewonnen, souverän gespielt, alles weggehauen hinten und ich bin unfassbar stolz, Teil dieses Teams zu sein. Die Verteidigungsleistung war heute mitentscheidend, ihr habt die Null hinten gehalten, du hast in der ersten Halbzeit einen Ball rausgekratzt. Ja, viele haben den schon drin gesehen, was war es für ein Gefühl heute für dich, als Keeper auch wieder mit einem 2-0 vom Platz zu gehen? Ja, das ist immer ein gutes Gefühl. Das bestätigt die Arbeit, die du dann jeden Tag am Tag legst, auch die Abwehr, die Innenverteidiger, Schröcki und Nikom, super gemacht. Auch von vorne bis hin, von Kutscher bis zu mir. Jeder hat verteidigt, wir waren kompakt. Das wollten wir vom Spiel erreichen, dass wir kompakt sind. Deswegen haben wir auch ein bisschen umgestellt. Ich denke, wir haben es gut gemacht. Auch wenn wir die ersten Phasen nicht viel am Ball waren, wir haben es überstanden. Und am Ende, denke ich, nicht unverdient gewonnen. In mehr als einer Woche geht es weiter. Dann gastiert der TSV 1860 München im Audi Sportpark. Eine packende Partie, ein Derby, auf das sich schon viele Fans freuen. Ja, fieberst du der Partie entgegen oder was erwartest du von dem Spiel? Ja, erstmal erwarte ich ein volles Haus. Wir brauchen jeden Einzelnen auf dem Platz und neben dem Platz, vor allem auf den Rängen, die uns nach vorne peitschen. Es wird hoffentlich ein volles Haus, wie gesagt, Zweitliga-Atmosphäre, wie heute. Das wollen wir und wir freuen uns alle drauf, weil Derby spielst du, um zu gewinnen, ist doch klar. Wir wollen alles geben, uns jetzt gut vorbereiten, erstmal heute genießen und dann ab Dienstag voller Fokus dann auf 60.